Nabi Talasana ist eine Stellung, die im Hatha Ratnavali erwähnt wird, aber nicht genauer beschrieben wird. Nabi heißt Nabel und Tala heißt Unterer. Nabi Talasana kann man übersetzen als Stellung, die unterhalb des Nabels etwas bewirkt. Verschiedene Übungen könnte man als Nabi Talasana bezeichnen. Zum einen Uddiyana Bandha, eine Stellung, die hilft, dass die Energie von unten nach oben zu bringen, eine gute Massage für den Bauch ist. In der Stehhaltung atme ein, dann atme aus, gehe leicht in die Knie und gib die Hände auf die Knie und ziehe den Bauch ein. Wenn du den Bauch eingezogen hast, bist du in Uddiyana Bandha und so hast du den Nabi, den Nabel unten hochgezogen. Es könnte also eine Variation von Nabi Talasana sein. Tala hat aber auch etwas zu tun mit einer Palme, seine zweite Bedeutung. Und Nabi Talasana könnte auch die Nabelpalme sein, die daraus besteht, dass du die Hände unterhalb des Nabels gibst, mit Handflächen nach oben und dabei gleichmäßig einen ausatmest. Nabi Talasana könnte also auch die Bezeichnung für eine Handhaltung sein, die auch in der Meditation gut ist. Wenn du zum Beispiel die Neigung hast, in der Meditation eher einzunicken oder den Geist wandert, dann kannst du dich hinsetzen und beim Sitzen die Hände unter die Nabelgegend geben und nicht die Hände irgendwo abstützen, sondern oben halten. Ist natürlich keine Handstellung, die du stundenlang halten kannst, aber 20 Minuten geht schon. Und in der Zeit wird dein Geist wacher sein, aktiver, nicht so schnell wegdriften und auch nicht so schnell Tagträume produzieren.